Zagreb da geschrieben hat, genau das meinte ich, Bruder. Bak, Zagreb Super hat da was geschrieben, genau das meinte ich. Das sind die Worte, wo ich gesucht hatte. Du sollst deine Feinde lieben, aber nicht Dämonen. Das meinte ich damit. Ja, gut, aber guck mal, das Ding ist, unsichtbare Wesen, die in Menschen sind, da kann man nichts machen. Der Mensch ist dann, in dem Moment, wird er zu einem Menschen, der die Aposteln getötet hat, den Herrn getötet hat. Und du weißt, bis heute sind Christen für ihren Glauben gestorben. Das kann man so festhalten. Das ist für mich unheiliger Geist, Bruder, was da aber drin ist. Wenn jemand, guck mal, Ja, für mich klar. ist das ganz ehrlich, ich sag dir ganz ehrlich, das ist für mich ist sowas unheiliger Geist. Wenn ich zum Beispiel Ja, klar. irgendwo hingehen würde und sagen würde, ich habe kein Problem mit dir als Mensch, aber mit deiner Religion habe ich ein Problem. Zwischen den Zeilen sage ich eigentlich indirekt, ich habe trotzdem mit dir ein Problem. Das ist Zungen, wie nennt man das? Zungenrederei, wie nennt man das? Ich will ihn jetzt auch mal kurz verteidigen. Ich glaube gar nicht, dass das seine Aussage war, sondern ich denke eher, dass er meinte, ja, deinen Glauben muss ich ablehnen aufgrund meines Glaubens, weil mein Glaube sagt was anderes als dein Glaube. Ja, das ist ja schon das böse Geist. Und wir wissen ja alle, was der Islam davon denkt. Wir wissen alle, was Islam dazu sagt, zu anderen Religionen, bekämpft sie, tötet sie. Wir wissen das alle. Wir Ja, brauchen nicht so ich zu kenne tun. die schiitischen Quellen nicht. Ich kann dazu nichts sagen. Die schiitischen Quellen kenne ich nicht. Ich kenne nur die sunnitischen. Aber Bruder, die schiitischen Quellen beziehen sich auch auf Koran. der Ahmad Ex-Muslim hat das ja auch gezeigt. Also der hatte auch schon Genau. einige Quellen, wo ich mir auch gedacht habe, so, ey, was steht denn da alles Also mein heftig? lieber Bruder, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, um dieses Thema, wo wir auf einem Nenner sind natürlich. Ja, schon. Wir waren gestern, Sheikh war, glaube ich, nicht mehr da. Bruder, wir waren mit Ahmad, mit Rob Christian bis 3:30 Uhr. Was Ja. fast 4 Uhr? Das ging noch bis 5 Uhr irgendwas. Bis 5 Der Uhr, ist Vater was ist denn geworden. danach? Ich bin, glaube ich, irgendwann raus, als es, ich glaube, Gegangen. da, das, wo er dann mit diesem Rabalti heißt er, ja, ne? Er ist ja eigentlich deutschsprachig, Rabalti. Ja. War er auch bis Welchen 5 Uhr Ahmad? da? Welchen Ahmad meinst du, Bruder? Bitte? Welchen Ahmad meinst du? Den Ahmad Ex-Muslim? Ja, Ja, Bruder, mit Rob Christian und mit Ahmad Ex-Muslim waren wir bis. Ich war nee. um 4:30 raus und der Der war ist noch bis Vater 5 Uhr geworden. da. Der ist Vater geworden. Habt ihr ihm alles Gute gewünscht? Nein, wusste ich gar nicht. Ich kannte Kannst du ihn nicht. gar nicht. Ich kannte ihn gar Der nicht ist bis wieder gestern. Vater geworden. Ich kam ja plötzlich in meinen Stream rein. Plötzlich kam Rob rein, plötzlich kam der rein. Ich so, ey, wir haben ja voll die prominente Audienz hier, Der ne? ist ein super Amerika. guter, der ist ein super herzlich guter Junge, der Ahmed Ex-Muslim. Der Ja, ist wirklich so ein guter Junge. Adler, erklär mal bitte, wie es dann ab 3:30 weiterging, als ich gegangen bin. Da war der ja kurz Kinder wegbringen, ne? Ja, ich glaube schon. Da hat er uns Und seine wie? Hadith-Bücher gezeigt, da haben wir ein bisschen darüber gequatscht, was ihm passiert ist, über sein Zeugnis. Das haben wir aber nicht zu Ende diskutiert, weil er meinte, das wäre zu lang am Ende. Also im Endeffekt, wir haben so über alles diskutiert, ne, was es so gibt. Da meinte er, ich soll mal seine Nummer aufschreiben, um ihn dann zu schreiben, dass er mir die ganzen Hadith und so schicken kann, die er da hat. Er hat ja auch Ne. Schia-Quellen, die hat er mir dann auch gezeigt. Also ist ein super Bruder, ne, im Glauben. Also der Aber ist wunderbar. Der kennt ja, sich aber super aus. war dieser Rabalti, war der noch da? Haben die noch mit dem weiter debattiert? Fragen gestellt? Nee, der ist irgendwann rausgegangen. Der meinte, der muss Fajr beten um 3:58 Uhr oder so und dann hat man Ah, den nicht mehr gesehen. stimmt, da war ich ja noch da, stimmt, da war ich noch da. Danach hat man nichts mehr von dem gehört. Stimmt. Boah, also das war, guck mal, das Ding ist, es hat noch nicht mal richtig angefangen und der war schon, der hat dem ja zwei richtig schwere arabische Wörter gefragt. Der hat dem Ja. aus dem Koran zwei arabische Wörter sollte er vorlesen. Das waren wirklich, okay, für einen Muttersprachler Arabisch ist das einfach vorzulesen, aber es waren wirklich zwei schwere Wörter, ja, zum Vorlesen. Zungenbrecher, Jani, im Koran. Und er sollte Ja. das vorlesen. Und Bruder, die haben mit dem Katz und Maus vom Feinsten gespielt. Der wusste nicht mehr, was er Ja, glauben soll, der normal, Typ. Bruder. Er kennt alle 600, er kennt 685 Bücher der Muslime. Und er ist ein Hafiz vom Koran obendrauf. Ja, dem macht wirklich keiner mehr was vor. Bruder, das Ding ist sogar, guck mal, sogar Rob Christian hat von ihm gelernt und Rob Christian war die ganze Zeit ruhig. Ja. Normalerweise, es reicht schon, wenn Rob Christian da ist. Ja, ich weiß. Der Ahmed Ex-Muslim ist Ding, der weiß mehr wie die. Er weiß auch mehr als Ding, Sag Christian ich ja, Prince. die lernen von dem. Ja, Christian Prince auch, aber sehr, sehr extrem.
Der hat auch sehr extrem, Bruder, der hat ja die Lizenz dazu, Scharia-Richter zu sein. Ich weiß nicht, ob du das Ich weißt. weiß. Ich weiß. Ja, Ich der hat das studiert, der hat die Lizenz dazu, Scharia-Richter in einem islamischen Staat zu sein. Richtig. Keine Ahnung, warum man das als Christ studiert. Aber Bruder, ich finde, CP kann noch, ja, wie soll man das sagen? Noch Entertainer. besser. Ja, der ist mehr Entertainer, der ist CB. Der macht Ja, das schon seit 20 Jahren, Bruder. der kann das so hammer jemanden in die Ecke bringen und das Ding ist, der lässt dann einen Ne. nicht mehr los. Ne. Der macht, Bruder, du musst dir mal überlegen, der macht das schon seit Paltalk-Zeiten. Kennst du Ich Paltalk? weiß, ich weiß, Der ich ist jetzt weiß. über 20 Jahre alt, Bruder. Bruder, was bist du für ein Jahrgang, wenn ich fragen darf, Shake? 86. 96. 86, 86. Sam Shamoon 86. ist auch sehr, sehr gut, stimmt. 86, Bruder, 36 Jahre alt. Zagreb Super sagt, Sam Shamoon ist gut. Sam Shamoon ist wie eine Online, der in seinem Kopf, der ist wie eine Enzyklopädie. Er kennt alles Eine auswendig. Enzyklopädie. Er ist wirklich heftig. Das stimmt. Ich Aber finde Sam wirklich, ich Shamoon habe ist auch im christlichen Glauben sehr stark, weil der weiß sehr, sehr viel über richtig. die Bibel, Mann. Richtig, der weiß sehr, sehr viel. Und schaut mal bitte das letzte Video von CP an. Das Video Adlerblick, gerade auch für, sage ich mal, um nicht nur eine Frage zu stellen und danach, sondern beziehungsweise dann eine Antwort zu hören und das war's, sondern auch danach weiterzugehen oder auch die mehreren Antwortmöglichkeiten, die es gibt, um mitzugehen. Weil es gibt meistens mehrere Ausreden, mehrere Antwortmöglichkeiten, wo du dann auch das Wissen sammeln sollst. Und das letzte Thema von CP war, das hatte ich schon, glaube ich, mittlerweile 20 Mal besprochen, und zwar die Frage, wer Allah ist. Nein, nein, das Und geht zwar nicht. die Du kriegst Frage, erstmal einen wer Allah. Zettel. Ja, das wissen die meisten nicht. Das war unfassbar. Ja, in der Allah ist Livestream, ein ne? Götze. Gestern der Livestream, der hat mich richtig, richtig gepusht, hat er mich. Hammer. Ja, nochmal. Allah ist ein Götze. Haben die auch gestern bewiesen. Allah ist ein Götze, Das neueste 100%. Video von Rob Christian, das könnt ihr euch auch mal gerne alle anschauen, der erklärte das quasi, die Entstehungsgeschichte in Sahih Bukhari. Ich glaube 4599 müsste das sein, steht drin, wie Mohammed quasi so andere Tiere geopfert hat, ne, außer im Namen von Allahs und so. Und das ist unfassbar, was da alles drin steckt. Ich habe sehr, sehr viel von denen gelernt, muss man ehrlich sagen. Auch von Christian Prince habe ich sehr viel gelernt. Ich habe mit denen zwei, dreimal telefoniert. Christian Prince hat mich aus dem Islam rausgeholt, übrigens. Christian Prince, ehrlich? Christian Prince hat mich rausgeholt. Ich konnte einfach nichts mehr da, ich konnte einfach nichts mehr sagen. Ich habe gedacht, ich kann meine Religion verteidigen, ich konnte nichts mehr sagen. Der macht, Ja, also für mich ich macht habe er die die besten. ausbilden lassen. Ich habe einen Boten geschickt, Jani. So weit sind wir schon in der Vergangenheit wieder, dass ich einen Boten schicken musste, weil ich wollte, haben die nicht persönlich selber schreiben. Ich habe einem, haben die Jünger quasi gesagt, ey, sag mal bitte dem Hamdi dann Bescheid, ob er jetzt mit Rob Christian debattieren will oder jetzt lieber mit Ahmad Ex-Muslim debattieren will. Beide nehmen die Herausforderung an, Hamdi, und ich warte quasi immer noch auf eine Antwort. Er nimmt es nicht an. Er nimmt es nicht an. Wenn Gegen er schon, guck Ahmad wird mal, das wenn er nehmen. schon bei mir gekommen ist, wenn er schon bei mir gekommen ist in die Kommentare, er ist bei mir unter den Kommentaren gewesen. Und hat ja, Alter, stimm die mal weg, Mann. Der ist ja bei mir unter die Kommentare gekommen und hat seine übliche Hamdi-Tour abgezogen. Wenn du Mann bist, kommst du Debatte sofort. Ich bin ja daraufhin dreimal online gegangen, hab ihn danach angeschrieben, hab gesagt, komm, ich hab die Aufnahmen noch, alle auf mein Handy. Weißt du, was er gemacht hat? Er hat mich blockiert. Wenn er nicht mal bei mir kommt, denkst du, der kommt bei Rob Christian? Niemals. Oder bei Niemals. Ahmad Ex-Muslim. Ich glaube, der Ahmad Ex-Muslim würde den wirklich auseinanderpflücken in einer Debatte. Der Guck würde den mal, und seine guck ganzen mal, Videos guck mal, das Ding ist, wenn es eine formelle Debatte wäre, ja, also im Sinne von 15 Minuten reden, dann der andere 15, dann wieder angeboten. Pause und Das so. machen wir dann auf Das Debattentäter. oder das würde gehen, ja?
Das würde gehen, egal auf welchem Plattform. Aber so wie er zum Beispiel gestern mit dem Rabalti gesprochen hat, in Ruhe, dass er Fragen stellt und antwortet, das würde haben die überhaupt gar nicht mitmachen können, allein von seinem Charakter her. Der kann das nicht. Der kann Glaube, nicht in Ruhe Fragen beantworten, sondern er wird direkt persönlich, dann beleidigt er jemanden direkt und danach haut er auch ab. der ist Narzisst. Ja. Er feiert sich selbst ab, weil er da ein paar Leute hat, die wo ihn jetzt quasi so liegen. Weißt du, was ich meine? Oh, haben du bist wohl krass irgendwas bei. Er feiert sich darauf voll ab. Come on, Guck mal, was der da ganz schreibt. genau. Harut Scharmut. Guck mal, was für respektlose Leute. Hast du nicht schon diesen Egal, Block? sprech nicht mehr an, einfach nur immer nur Konto löschen, wenn solche Leute hier sind. Mich haben sie ja Hast du jetzt schon auch geblockt? direkt ne, tausende Accounts von mir gemacht mit Gesicht und so, aber das interessiert mich gar nicht. Guck mal, das beweist doch viel mehr, dass wen sie folgen, einfach nur komplett was Falsches mit ihnen im, als Charakter dargestellt hat als Mensch, dass das komplett in die falsche Richtung gegangen ist. Das meine ich doch mit dem Geist. Genau das meine ich mit diesem falschen Geist. Netflix kam ja anders. Ich glaube nicht, dass ein Netflix von mir Accounts machen würde mit meinem Gesicht niemals. Das ist echt der Wahnsinn, ja? Hey, Harut, übrigens, ich wollte dir nur so Spaß beiseite sagen nochmal, gell? Oder man hört dich nicht mehr so gut. Man hört dich nicht mehr so gut. Besser jetzt. Ja. Wenn ich dir irgendwelche Informationen von mir gebe, online, so wie ich es vorhin gemacht habe, glaub's mir nicht. Wenn ich dir privat auf WhatsApp schreibe, dann glaubt mir. Zauber. Ich meine, es ist ja nicht so schlimm. Der Herr beschützt uns. Es ist gar kein Problem. Ich bin so alt wie Alimor. Ich habe keine Angst mehr. Das interessiert mich gar nicht Brauchst mehr. du auch gar nicht haben, Bruder. Wir sind hier nicht in den Slums. Wir sind in Deutschland. Nein, nur der Herr Jesus Christus rettet. Auch in 3 Jahren, dem traue ich schon sowas zu, dass er Leute zusammenhauen gehen würde mit seiner Clique und so. Definitiv traue ich ihm das zu. Das hätte ich ja auch früher gemacht. Ach, was, Bruder. Was? Die machen Du gar brauchst keine nichts. Angst haben. Die machen überhaupt gar nichts. Wenn die dich Gar an der nichts, gar Straße nichts. sehen würden, würden die nur so dumm gucken, glaub mir. Ja. Das machen wir ja auch, sagt Nikodemus. So, möchte vielleicht noch So. jemand kommen? Ja, der Komm, Bruder hey, ist wieder Harut, da. es ist 21 Uhr, ist 21:45 Uhr. Was hältst du davon, wenn wir jetzt starten? Was hältst du davon, wenn wir heute unsere Serie starten? Um 22 Uhr? Ha Bruder Harut sucht den Mega-Hadith. Jeden Abend um 22 Uhr. Kommt jemand hoch und stellt den Hadith vor, den er den am geilsten findet. Das wäre doch mal ein Format, oder nicht? Sollen wir mal einen Bibelquiz machen? Meinst Mal du? auf. Chips und Eistee, Bruder Howard lebt gesund. Guck mal, Strammzieher sagt, wir sind hier doch nicht in Kanten. So, einen Hadith, okay, kleinen Moment. Nicht du, Bruder, Zuschauer. So. Du kennst doch schon alle. Aber es gibt immer wieder Überraschungen, Jani, das ist echt krass. Okay. Weil es gibt manche Hadiths. Salam, Grüß dich, Karal Retro. Ah, Karolle Retro ist wieder da. War gestern auch da. Ich glaube, Sie fühlen sich bei uns am wohlsten, weil wir so viel über Koran und Hadithe sprechen. Richtig. Bruder, ganz ehrlich, ich habe mich letztens sogar ertappt. Ich war nicht alleine, ich war unterwegs an so einem, ja,
Wasserspielplatzmäßig, ne? Und ich war einfach Hadith am Durchsuchen, gerade welches Thema ich heute mache, ne? Du bist der Einfach Beste. so, oder was? Ja, ich musste ja mein Thema vorbereiten für den Tag. Einfach so. Der Hamdi macht das beim Joggen nebenbei. Und was, auf was bist du gestoßen? An dem Tag war das mit Aisha, wo. Warte, ich zeig das jetzt. Dann gucken wir uns das nochmal an. Hier. Einmal war das mit dem über Medizin, also dass Allah Krankheiten erschaffen hat, gleichzeitig, wo er auch gleichzeitig das Gegenmittel gebracht hat, ne? Erschaffen hat. Okay. Meinst du das mit der Fliege? Nein, es steht doch geschrieben, dass in dem Hadith steht geschrieben, es gibt keine Krankheit, die Allah erschaffen hat, wo er auch nicht das Gegenmittel erschaffen hat. Ja. Und das andere war, das mache ich, zeige ich jetzt gleich. Kennst du den Hadith nicht, wo Mohammed auf Aishas Haus zeigt und sagt, von dort wird der Satan kommen? Bruder, nein, ich glaube nicht. Bruder, die sagen doch immer, Aisha ist die Mutter von uns und dies und jenes, ne? Aber Mohammed Ja, spricht ganz anders über sie. radiallahu anh. Ja, radiallahu anhu. Aber Mohammed spricht ganz anders über sie. Er sagt sogar, guck mal, alles ist dreimal, sogar diese Stelle ist dreimal. Er sagt, von hier wird das Böse erscheinen. Von hier wird das Böse erscheinen. Von hier wird das Böse erscheinen. Sagt er dreimal. Und danach, er zeigt auf das Haus von Aisha und sagt, dass von dort der Kopf von Satan auftauchen wird. Ja? Und in Arabischen steht geschrieben, dass richtig so die Wurzel vom Shaitan dort Ja. rauskommen wird. Ich zeig das jetzt. Zeig, zeig. Die kann ich nicht zeigen. Unglaublich. Während du den Hadith suchst, merkt ihr vielleicht für später. Aisha war auch eifersüchtig auf Khadija, weil Ding Mohammed Khadija ein Haus im Himmel versprochen hat und Aisha nicht. Ich glaube, es ging Bruder, dabei eher um die Kinder. Aisha war auch eifersüchtig auf Mohammed und Mohammed hat sie nicht getröstet, er hat einfach gesagt, der Shaitan ist bei dir. Ja. Hier, guck mal hier. Sahih al-Bukhari 3104. The Prophet stood up and delivered a sermon. Also er stand auf und lieferte eine Predigt ab und zeigte mit seinem Finger genau auf Aishas Haus. Und sagte dreimal, das Böse wird von hier erscheinen. Das Böse wird von hier erscheinen. Das Böse wird von hier erscheinen. Und Ja. from where the sight of the Satan's head comes out. Warte, lass mal Screenshot Satans, machen, oder? Bruder, Satans Kopf wird von Aishas Haus rauskommen, ja nicht. Lass mal Screenshot machen. Warte. Da, genau, warte. Screenshot. Okay, alles klar. Ich will rausfinden, womit das zusammenhängt. Mal sehen, ob ich rausfinde, womit das zusammenhängt. Guck mal hier, diese Schwester, Semja, die hat sehr gut, kennt ihr ihre Seite? Sie hat sehr gute Postings, sehr gute. Ja, ich habe schon geschaut. Und diese Schwester hier weiß auch viel, hier diese Atta Christ. Gott segne euch, liebe Schwestern. Lies den letzten Satz, schreibt hier. Wie heißt der Bruder, der das schreibt? Salsabel. Hamdallah. Salsabel, was meinst du mit lies den letzten Satz? Du kannst ihn doch gerne für uns vorlesen. Das ist sogar, der letzte Satz ist sogar noch schlimmer auf Arabisch. Da steht das wie so eine Art Wurzel von Shaitan in diesem Haus erscheinen wird.
Hier. Es geht immer nur um diesen Mist, um diesen Kerl hier. Adler. Es geht immer nur um diesen Kerl bei Mohammed und seine Geschichten. Es geht immer nur um den Shaitan. Immer. Guck mal, der schreibt, da steht also aus dem Osten, aber den liest du nicht wie gestern. Ich habe es wie gestern vorgelesen. Ich habe es wie gestern vorgelesen. Es steht aber nur in Klammern und das ist auch nicht schlimm. Weil er zeigt ja hier auf Aishas Haus. The prophet stood up and delivered a sermon and pointing to Aishas Haus. Er zeigt mit dem Finger auf Aishas Haus. Und guck mal, was er dann sagt. Adlerblick, guck mal, er will sagen, dass das einfach nur im Osten gemeint ist. Er zeigt mit dem Finger auf Aishas Haus und danach sagt er dreimal, das Böse wird von dort erscheinen. Wie spricht man seinen Namen aus? F schwarze Flagge, ganz ehrlich, du sagst, dass Harut da rein interpretiert, aber ganz ehrlich, ich glaube, du interpretierst da eher rein gerade. Ja. Es ist sowas von klar. Es steht doch Er, da er will, klipp und er, klar. er will es nicht wahrhaben. Er will nicht wahrhaben, dass sein Prophet sallallahu alaihi wasallam eine einfache Sache gezeigt hat. Und zwar mit dem Finger auf Aishas Haus gezeigt hat. Ja. Und danach dreimal. Guck mal, Jani, alles ist dreimal. Überall finden wir dreimal. Jani, überall ist Trinität. Bruder, ich stimme diesem Christentum näher, der versucht hier Dinge Fitness zu treiben unter. Harut, findest du eigentlich, dass Reza ein Irrlehrer ist? Ich stimme den Mann, der versucht hier Fitness zu machen. Ja. Also mein Lieber, wenn du noch im Stream bist, du hast selber gemerkt in meinem Stream und wenn Geschwister hier oben sind, wir reden nie übereinander, egal wer in meinen Stream kommt. Ja, wir reden nie übereinander. Und du bist ein Deswegen sagt richtiger. das so. Ja. Zumindest versuchen wir das zu verhindern. Ja. Leider werden wir manchmal auch fleischlich, ja, das passiert manchmal. Richtig. Ja, Leona Leona, schreibt du musst gleich die nächste Kindergarten hier. Runde Warum sprechen. stummen? Ja, warum stummen wir denn? Weil das. Wir stummen bei Beleidigungen und bei Spam. Ah, wir haben unseren Lieblingskollegen wieder hier. Und zwar ist das unser Freund Rabalti. Wer ist Rabalti, ja? Er ist wieder weg. Rabalti, komm ruhig hoch. Kein Problem. Hast du gut geschlafen? Nach. Schönen Abend. Assalamu Waalaikum. Salami mit Bacon. Rabalti, wie fandest du das gestern, das Gespräch mit Ex-Muslim, also mit Ahmad? Ganz okay. Aber du hast gesehen, dass das nicht so einfach ist mit jemandem, der Arabisch sprechen kann, richtig? Er hat dich Nee, vorgeführt. der hat doch Englisch gesprochen. Und mein Englisch ist jetzt Ja. nicht gerade das Beste. Ja, ich weiß. Aber wie soll man gegen so einen, der, sag ich mal, kennst du seine Geschichte, dass er sollte oder er hat, das weiß ich nicht, ein Hafiz werden, ne? Oder war ein Hafiz? Er ist Hafiz, er hat 23 Jahre in der Moschee gelebt. Da hat man gar keine Chance. Guck mal, das Ding ist, wenn so einer die Religion verlässt, den soll man ja umbringen, das ist ja ein Murtad. Genau. So, wollten wir jetzt das von gestern weiter diskutieren oder das von gerade eben, dein Hadith? Mit Aishas Haus, warum Satan da rauskommen wird? Ja, da steht nicht Satan, da steht Qarnu Ja, was heißt denn Korno? Shaitan. Heißt Zeig das mal, nicht? zeig mal bitte. Was Zeig mal heißt, bitte noch. guck mal.
Guck mal, dieses Hadith in Sahih Bukhari gibt es sechsmal. Und in Muslim hat er es auch einmal erwähnt. Ja. Verschieden. Aber du hast dir diesen einen rausgesucht, wo steht. Hol den erstmal. Warte mal. Wir gucken. So. Ganz kurz weg, bin gleich wieder da, aber Alles sorry. gut. Der hat sich richtig fertig angehört. Vielleicht hat er nicht geschlafen. Ja, wir waren ja auch lange wach, ne? Aber jetzt ist ja schon wieder spät. Ja. Eigentlich könnte jetzt wieder so ein Ahmad vom Himmel fallen. Plötzlich in unseren Stream. Ja, sowas ist halt immer vom Vorteil, weil wir haben gestern zum Beispiel über Der hat gerade keine Zeit. Bruder Sheikh, was mir einfällt. Pass auf, mein Lieber. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, dass Allah ein Opa hat. Weißt du das? Was? Hat das nicht gesehen? Schere. Das hatten wir doch Weißt du nicht? gestern. Weißt du nicht, Aber Sheikh? zeig, zeig. Nein, nein, zeig. Ich hab, man lernt nie aus. Guck mal, guck mal. Und danach kam auch noch, dass Allah auf die Erde hinabkam, ne? Der ist ja In unter seinem Sure Gegangen. Wie sind 72, sie in hier? Sure 72, richtig, in Sure 72, Vers 3. Und Sie sagen immer, wie kann denn Gott mit seiner Schöpfung eins werden? Ja, da stand es doch gestern. Und erhaben ist die Größe unseres Herrn. Er hat sich weder eine Gefährtin noch Kinder genommen. Richtig? Ja. Aber dieses Wort hier, Jaddu, Jaddu bedeutet Ja. Großvater. Harut, das hatten wir doch gestern. Gehen wir Ja, auf und die er hat Sache. es auch bewiesen. Also würde der Satz wie lauten eigentlich? Und erhaben ist der Großvater unseres Herrn. Geil. Geh mal auf die Sahel Arab, bitte. Das hat doch dein bester Freund nicht gemacht, Rob. Auf was sollen wir gehen? Lisan al-Arab, Marjam. Oder? Die Zunge der Araber, dieses Buch. Aber guck mal, Das mein macht Lieber, eigentlich überhaupt Christen immer. wir haben das doch gestern sogar übersetzt, das Wort hier. Du hast es auf Google übersetzt. Ja, willst du uns sagen, dass Google ein Zionist ist? Wie Google? Sahih an Ja. Google, nicht mehr Sahih. Jetzt Harut, willst du Google auch, dahin. soll ich auch mal die arabische Bibel auf Google übersetzen? Aber guck mal, hier sind sogar arabische Seiten. Harut, geh doch einfach auf Lisan al-Arab Guck oder mal, hier irgend so sind, ein, oder Bruder, mein irgendein Lieber, guck Marjam. mal, hier sind arabische Seiten mit Opa-Bildern. Ich Ja, habe dir das das kann doch ich. gestern erklärt. Also, Guck mal hier. Ziege sogar. Das sind arabische Seiten, da steht überall Jeddu, Jeddu, Jeddu und er will uns wieder eine neue Seite bringen. Jeddu, Da, guck mal, sogar aus dem chinesischen Tempel ein kleiner Jeddu. Noch ein Jeddu. Jeddu. Da Also ein Jeddu, eins. entweder machen wir das dann mit Quelle oder sonst gar nicht, sonst gehen wir auch zu diesen Hadith wieder. Wie ist der Guck Koran? mal, sogar ein zahnloser Jaddu. Doch auf, Bruder. Ja. Der ist vielleicht ein Vampir. Hey Bruder, guck mal, ich hätte ein gutes Thema. Ich hätte Der ist wirklich der ein Beste, gutes Jani. Thema. Das ist der Beste. Das ist der echte Jaddu. Der ist der Jeddu hoch 10. Der sieht gerade so aus, als ob der irgendwo sich eine Ding Kinderbraut klar machen will. Harut? Ja. Guck, der hat sich schon die Kinderbraut klar gemacht. Spaß beiseite. Wusstest du, dass sie in Al-Azhar-Universität im dritten Jahr lehren, dass man den Körper eines Nicht-Muslims in Notsituationen essen darf? Kann sein. Also das ist Islamfatwa.de oder so, ne?
Die bringen das in Al-Azhar-Universität im dritten Jahr tatsächlich bei, dass man den Bruder, ich Körper war. eines Nicht-Muslims essen darf. Bruder, ich war heute ganz kurz, war ich bei Abul Bara auf so einer Predigt von ihm. Er meinte, am Tag des jüngsten Gerichts wird es ja diese Brücke geben, wo jeder über diese Brücke gehen wird. Ja. Und diese, guck mal, Sirabrücke, Sirab, Sirabrücke. Bruder, wenn das nicht Toy Story ist, plus Minnie Maus und Pluto und was weiß ich was zusammen, dann weiß ich auch nicht mehr. Er sagte, dass diese Brücke wird ganz schmal sein, ganz schmal. Und Ja. es wird richtig scharf sein, wie ein Messer, Janne. Du kannst da gar nicht in Wirklichkeit drüber gehen. Und von hier werden so wie so eine Art Stacheln kommen, so Hammer oder so Stacheln, die so kommen, so. Ja, nee, es ist Und unmöglich rüberzulaufen. es ist unmöglich, das ist wie falsch programmiertes Spiel. So wie Super Ja, nee, Mario. alle kommen in, ja, nee, alle kommen in die Hölle. So wie Pass mein auf. Super hat einer. Er sagte, wenn man da runterfällt, ich habe ja auch in dem Moment geschrieben, ja, nee, das ist schlimmer als Super Mario. Ich habe geschrieben, er hat gesagt, dass wenn jemand runterfällt, fällt er 70 Jahre. 70 Jahre lang fällt er. Das heißt, ein Jahr vorbei, 2 Jahre vorbei, 3 Jahre vorbei, 4 Jahre vorbei, 5 Jahre vorbei, 6. Du fällst, dein freier Fall dauert 70 Jahre. Genauso lange wie der Orgasmus dauert, gell? Ja, genau. Die haben die Zahl 70, ist im Paradies sehr oft betreten. Ich glaube auch, der Körper ist so lang wie von einmal von einer Seite des Körpers bis zum anderen und das wird dann so sein wie 70 Jahre mit einem Pferd irgendwo hinzureiten, irgendwie sowas. So ganz, Ja, ganz immer 70 Jahre im Paradies. das das sind ist keine gigantisch. Argumente. Guck mal, wie bei uns Paradies und Hölle beschrieben ist oder bei euch, das sind trotzdem keine Argumente oder Gegenargumente. Aber Bruder, Bei glaubst uns du, ist es natürlich. dass da eine Brücke Bedeutet wie sein ein wird, die so scharf ist und Natürlich. von beiden Seiten? Glaubst du das? Natürlich. Argumente sind es nicht, da hast du schon recht, aber schon ein bisschen auffällig. Bruder, das ist krass, ja. Da könnte man sich das wie halt gestern. Ihr habt euch darüber lustig gemacht, dass bei uns gesagt wird, unser Gott hätte eine Hand. Bei euch hat euer Gott auch 7 Augen, ein Schoß, auch Bruder, das Hände. hat er dir doch, Bruder, du wiederholst gerade Ja, wieder, aber das das hat er dir doch stimmt. beantwortet. Aber das stimmt auch in Islam. Das ist ja klipp und klar, aber auch. Guck mal, Rabaldi, er hat doch ganz klar gesagt, er hat dir ja erstmal eine Frage gestellt. Ja. Und zwar hat er gefragt, weil ja bei uns ist das ja metaphorisch, die Offenbarung. Geistlich ist das. Er sieht was Geistliches, eine Vision. Ist Allah, jetzt antworte, ist Allah Geist? Und dann hast du Nein gesagt, weil Allah Ich ist habe nichts kein Geist. gesagt. Ja, aber dann frage ich dich jetzt, ist Allah Geist? Was ist denn Geist? Was meinst du mit Geist? Was in dem Sinne, was Geistliches, Unsichtbares. Zum Beispiel, ja, genau, wollte ich gerade sagen, Adlerbeck hat letztens gesagt, Geist ist unsichtbar. Aber wenn man Ja, in der aber Bibel Allah, guckt, er meinte das nicht Allah so, Geist. Bruder. Bei uns, er Steht meinte im das nicht Koran, dass so. Allah Geist ist. Wann habe ich denn gesagt, dass ein Geist unsichtbar ist? Weiß ich Bruder, gar er nicht. meinte das nicht so. Er meinte es so, weil im Christentum Gott ist Geist. In Islam ist Genau. das nicht so. Ja, Okay, genau. aber Das ist. heißt, wenn er nicht Geist ist, dann muss er natürlich physisch sein. Allah sitzt auf seinem Thron, physisch. Genau. Mit seinem Hintern sitzt er auf dem Thron, fertig. Bei euch sitzt doch auch euer Gott auf Thron, oder nicht? Ja, aber bei uns ist Gott Geist. Allah ist nicht Geist. Nirgendwo im Koran steht, dass er Geist ist. Aber das heißt dann mal wieder nicht, dass er auf seinen Hintern sitzt. Ja, aber was denn Siehst sonst? du? Wenn es nicht geistlich ist, dann ist es physisch. Es bleibt nichts anderes übrig. Ich wollte mir das. Du bist wirklich, mit dir kann man reden, weil Er wenn beleidigt du was mich. nicht weißt, wenn du was nicht weißt, antwortest du nicht. Das ist schon mal richtig. Wenn wir Ja, zum ich will ja auch Beispiel nichts, jemanden. weil ich will ja nichts falsch sagen, auch nicht über meine Richtig, Religion. richtig, sehr gut. Das ist eine sehr gute Einstellung.
Aber wenn wir zum Beispiel einen anderen hier hätten, du weißt wen, den Meister, er würde beleidigen, er würde schreien, er würde den Stream verlassen und lass mich ausreden. Yani, mit dem, also man kann keinen Dialog führen. Yani, wenn du was Das nicht weißt, Schlimmste ist, dann sagt er auch nicht, er tut so, als würde er alles wissen und wir fragen, sagt, ja. und danach kommt nur Beleidigungen. Yani, was Und ist das da los, Schlimmste ist, Alter? Bruder, und das Schlimmste ist, die Muslime feiern ihn auch noch dafür. Selbst wenn er lügt. Ja. Wie kannst du gucken, neben ihm? Das will er immer sagen, ne? Das ist unglaublich, ist der. Come on, come on! Guck mal, Harut, jetzt ist Maghrib-Gebet. Entweder wir machen jetzt diesen Hadith ganz schnell oder. Wie viel Uhr? In 10 Minuten? Nee, jetzt schon eigentlich. Guck mal. Geh du und so Gott will, machen wir später. Tamam. Hi. Ciao. Okay. Dann ist du mal weiter. Komische Situationen immer. Come Das hat sich echt so angehört, als wenn er keinen Bock mehr hat, ne? on. Ja. Komische Situationen, sage ich immer. Komische Situationen immer. Leute, an alle Geschwister, danke, danke. Alle wünschen mir guten Appetit. Einer wünscht mir sogar, dass ich einen Adana-Spieß bekomme. Kein Problem, können wir machen. Leute, an alle Geschwister, bitte betet heute Abend auf Knien für den Hamdi. Betet, dass Gott sein Herz berührt, sein hartes Herz, wie bei Paulus, dass er das umdreht, dass wir ihn für uns gewinnen, weil er hat so ein Riesenwissen und dadurch, durch ihn, würden nicht nur viele abfallen. Nein, er würde sie für den Herrn gewinnen. Es würden so viele für den Herrn gewonnen werden. Bruder, ich weiß nicht, ob er so ein großes Wissen hat. Ganz ehrlich, immer wenn ich ihn bisher reden hören habe, hat er eigentlich nur Müll erzählt. Aber was er weiß, würde er definitiv gebrauchen können, um die Leute dann für uns zu gewinnen. Guck mal, hier schreibt einer, träumt weiter. Ja, nee. Steht nicht im Koran geschrieben, dass Allah derjenige ist, der recht leitet und in die Irre führt? Das heißt, du als Moslem kannst jederzeit vom Glauben abfallen. Ja. Und dass du abfällst, ist sogar schon vorherbestimmt. Nur du weißt es noch nicht. Richtig. So. Ich hoffe, wir können heute irgendwie eine Plattform bieten für eine interessante Debatte. Leute, schickt beziehungsweise teilt mal hier den Stream. Was willst du denn debattieren? Ich sehe hier gerade, der Bruder Festim ist da. Festnehmen ist stabil. Ja, Festim ist da. Wer ist noch da? Ich weiß nicht, wo Abu Khanjar ist. Heute ist Samstag. Vielleicht ist er. Ist gerade Fußball oder was? Alle schreiben Fußball. Ich höre schon die ganze Zeit Fußball, Fußball, Fußball. Erst nach dem Fußball. Ja, nee. Was ist Fußball heute? Fußball, Fußball. Champions League oder was? Ja, ist Finale. Ja, nee. Aber trotzdem. Interessiert mich gar nicht mehr. Warum Leuten zuschauen, die einfach einem Ball die ganze Zeit hinterherlaufen, ja, nee. Ich habe früher selber Fußball gespielt, aber irgendwie interessiert es mich Ja. gar nicht mehr. Null. Ich habe gar Ich kein auch. Interesse mehr dafür. Man wird älter, man wird eingerosteter, man wird verkalkt, man hat keine Lust mehr zu laufen, man schläft mehr. Es ist eine Vorbereitung auf den Tod. Voll optimistisch, gell? Spaß, Bruder. Genau. Dieser Ja, Palästina schreibt die ganze genau. Zeit, was sagt der Bibel über Harut? Was meinst du damit? Ja, ne, reicht doch langsam. Wie oft willst du noch dieselbe Frage stellen? Was sagt der Bibel über Harut? Was sagt der Warte. Bibel über Aaron?
Erstens Nicht heißt das, stumm sein. was sagt die Bibel? Schon gestummt, alles gut. Sehr gut. Wahnsinn, Ja, ja. da kamen schon einige Beschwerden jetzt. Habe ich gar nicht gesehen da die ganze Zeit. Ich musste gerade die Katze füttern. Nachbars Katze kommt immer hier durchs Fenster rein. Ich glaube, die kriegt zu Hause nichts zu essen. Nein, nein, die mag dich. Bei dir gibt es wenigstens richtiges Essen. Die ist aber richtig süß, Mann. Ohne Mist, richtig süße Katze. So, wir haben einen Gast. Mach schön, mach schön, mach schön, mach schön. Mach schön, Und mach zwar schön, den mach schön. Ilias. Mach, 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 Ilias, mach, mein Lieber. Der Herr Jesus Christus segne dich, Ilias. Guck mal den an, ey, Bruder. Ilias ist wieder abgehauen. Kein Problem. Guck mal den Ich glaube, an. die Tahini war fertig. Was, was, was? Nein, ja. Ich habe den Rob und den Ex-Muslim, Ahmad Ex-Muslim gerade mal eingeladen. Ob die Zeit haben, Sehr weiß gut. ich nicht, aber sehen wir dann. Push, push. Das Sehr ist bei gut. denen Ah, ich voll sehe übel, gerade. weil die in an andere Ding Teil der Welt leben. Das ist voll übel. Ja. Butch, butch, butch. Oh, super. Wurde direkt sehr oft geteilt, der Stream. Sehr gut. Sehr Guck mal gut. sein Gesicht an, Was? Bruder. Okay, dann lass uns mal kurz die Katze zeigen. Guck mal seine Fresse Ja, an. Guck mal seine Fresse. fein, ja, fein, ja, fein, Ja, ja, fein, feine ja. kleine Katze. Guck mal sein Gesicht an. Ja, jetzt klatsche ich mal. Ich klatsche ihn jetzt auf Boden. Mal sehen, wie er darauf reagiert. Rutsch. Bei mir dann. Wie geil wäre das, wenn Christian Prince mit diesen Leuten wie Hamdi und so reden würde? Das wäre zu lustig, stimmt. Du bist ein Lieber, du bist ein Lieber, du bist ein Lieber. Der ist so süß jetzt, ja. Bruder, sind Der eigentlich Schere, der Tätowierungen im überall hat, Christentum erlaubt? der überall Tätowierungen, der Schere. Ja, ist den Tätowierungen eigentlich im Christentum erlaubt? Ist eine Weil zweischneidige ich bin Frage. böse Viele, einige tätowiert. sagen nein, einige sagen es ist okay. Ich bin böse tätowiert. Ich habe nur zwei Tätowierungen, ein großes und ein sehr kleines. Ich bin böse viel tätowiert. Wisst ihr, was ich sogar als Tattoo habe? Ne? Das osmanische Wappen. Sehr gut. Sehr gut. Du hast. Ach ja. Bereust So. Adler, bereust du es, dass du es gemacht hast? dich? Heute ja, heute würde ich sagen, so, die haben ja nicht viel Heil gebracht, ne? Ja. Wie viel kostet es zum Wegmachen? 4.000 Euro, glaube ich. Ich Haut habe bitte allein. die Stellungnahme über Schweinefleisch im Christentum. Schweinefleisch ist erlaubt. Inshallah. Seitdem, ja, seitdem, dass der Herr Jesus Christus für uns das Gesetz erfüllt hat, ja, hat er auch diese Speisegebote erfüllt und hat für uns dann alles reingemacht. Wir dürfen essen, was wir wollen. Ich weiß nicht, ey, seitdem ich Muslim war und kein Schwein gegessen habe, ich krieg heute irgendwie immer noch Abtörn, wenn ich Schweinefleisch rieche. Was schreibt der Palästina die ganze Zeit? Was sagt Bibel über Johannes? Was sagt Bibel über David? Was sagt Bibel über Harut? Junge, was willst du alles wissen über die Bibel? Also Vielleicht ist will ja er gut, dass Christ du werden. Interesse, dass du Wissensdurst hast, aber ne, das ist ja so viel zu ungenaue Fragen. Was willst du denn wissen? Strammzieher hat recht mit dem, was er sagt. Muslime dürfen auch Schwein essen, wenn sie in Lebensgefahr sind, aber nur die rechte Seite vom Schwein. Ja, die Linke ist unrein, immer noch, ne? Genau. Und wenn sie in Lebensgefahr sind, wie gesagt, wird ihnen beigebracht im dritten Jahr in der Al-Azhar-Universität, dass sie auch den Körper eines Nichtgläubigen essen dürfen. Ja, Kannibalismus. Ja, sie dürfen auch den Nichtgläubigen umbringen, um ihn zu essen. Das dürfen die sowieso, aber dann noch essen ist auch krass. Gib Beweise, sagt er. Soll ich das Video kurz laufen lassen? Kannst du gerne machen. Das ist kein Beweis. Ist kein Beweis, wenn er das Buch von Al-Azhar in die Licht Das hält und ist kein zeigt, was da drin steht? Beweis. Das ist kein Beweis, oder? Wenn er das Buch von Al-Azhar Universität im Live-TV in die Luft hält und sagt, hier steht das drin.
Das ist ja das Geile, das läuft im Ägypten im TV auch noch. Warte, warte, zeig Video einfach, warte, ich bin schon dabei. Hallo, komm her, hallo. Schmeiß mal den Rechner an, weil ich will mal nebenbei ein bisschen zocken, Alter. Habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht. Ja, wir werden auf jeden Fall definitiv warten, bis so, das, ich war soweit. Wir werden definitiv warten, bis auch das Spiel vorbei ist heute. Und danach werden wir schauen, ob noch heute es zu einer spannenden Debatte kommen wird. Bruder, ich kann es jetzt zeigen. Also ich habe es schon mal hochgeladen. Also das ist das Video. Steht: Kill and eat an apostate in Islam is halal? Fragezeichen. Lass mal einfach abspielen. Fornicators and adulterers, let me prove it. Let's go. Here is a book called Al-Iqna fi Hal Al-Faz Abi Shuja, volume 2, page 586, why Al-Khatib Al-Sharbini. On page 586 we can read that since we permitted the eating of a dead human without cooking or grilling him, meaning a dead human body. And on the same page we read, and it's halal to kill an apostate and eat him and kill the fighters, even if it's a young boy or a woman, and eat them because they are not infallible. And it also says, and kill and eat a married person who committed adultery and the fighter, and kill and eat who stopped praying, and whoever bears retribution against him, even if the imam does not give permission for the killing because killing them is deserved. I will provide the reference in the description box for you. To make it more clear, here's a Sunni imam who will explain and confirm why it's halal for a Muslim to be a cannibal in Islam. لأن المرتد لا حرمة له حرمان ملع أنك أزقع وله قتل مرتد وأكله ما كنت تهدى انت أدي لاتو أي هذا الشيء لا نضعوني وكرزم كاهولي ميت كميت كوري العنيسو وله أكل آدمي ميتني عادقة أسوق سيسا العنيسا إنات كريسا لما أكل ضب إنات سارتوت كريسا لما أكل سوسيس قيان وعيرينا يا رئيس ولو عربنا قتل حربي قال حربي وضع الردح من تودي لو أصور نور التنوح ونقفنا مرتد كل لأنه ما هو غير معصومين غير محترمين طيب لا قتل ذمي ومستعمري قال في ذمي كذا كقالي بور نور وظهر تضور نفطك أبا حيث مدل انكرتي لأنه حوي أمامي كان في ميوة إلى إلهي ومستعملنا وغلميت كيبان كذلك الكتاب المدن لقصة حرتين أصونا عزم إليه وسبيل حربين أصونا ولا أقول يا لو وعوك يوي وحاق الصحة قال في رأي ذنبك هاي إن كان يعني يهوي إذا حربية ده يعيضوا عن ربع هاي أضوه النفط كأبع يزين تأدي لتؤذوا إذا استوصلت تذكرت الله صحي حلو قتل السبيل أي الحربي هو والمرأة الحربية للأكل باللوت لا لغيره لماذا؟ علينا هاي ميسنا هاي عندنا ميسنا معصومين معصومي الدم بالأصل وإنما بانتفاء شرط القتل أو الحل هل كسم تاقلنا هواني الحربية يسبق حربك ليقود الله محرمين ina laga helay ciladii banayn lahay oo kufri waa laga helay ciladii banayn lahay laakiin waxa laga soo dhigay das weiter zeigen das geht 5 minuten
Ja, ja, zeig. Reicht mir, Rodo. Soll ich weiter zeigen? Bruder. Hart. Nein, Marexi, das wurde nicht geschnitten. Aber solange Harut da nicht ist, komm, schau mal weiter. Ist ja interessant. Kriegt man ja nicht jeden Tag zu hören. Oh man, I'm glad that I'm not an apostate, but a Christian. So these savages won't feast on me anytime soon. Oh boy. But as you heard, this Somali sheikh already admitted that his prophet Muhammad allowed Muslims to eat apostates if they are hungry. So let us see what the student imams and graduates from Al-Azhar University in Cairo learn from. Jetzt zeigt er das, was ich vorhin angesprochen hatte, dass sie das in Al-Azhar Universität beibringen. Jetzt kommt das. Bruder, du hast mich klein gemacht. Guck, und jetzt kommt das, bringen die auch in Al-Azhar Universität bei. What do the students in Al-Azhar University in Egypt exactly learn from their books? Let us see. شوف كمان من ضمن اللي بيدرسوه للعيال. بيقول وحيث جوزنا اكل ميتة الادمي يعني ممكن ياكل ادمي بس في حالة الاضطرار لا يجوز طبخها ولا شيها. لما في ذلك من هك حرمة البعدم هياكله او هياكله بس ما يسلقوش ولا يشويه ويتخلف في ذلك بان اكله نيئا وغيره وله قتل مرتد خلي بالك وله قتل مرتد واكله وقتل تارك ايوه يعني يقتل بني ادم ويشويه وياكله عشان جعان لا 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 مش كده وبس ده بيدرس عندنا في الازهر بص يا سيدي الازهر الشريف قطاع المعاهد الازهريه الاداره المركزيه للكتب والمكتبات والوسائل التعليميه الاقناعيه في حل الفصل بشجاعه Da, ihr seht selber. Al-Azhar, das ist eine Diskussion im Fernsehen gewesen. Der Kommentator konnte es selber nicht glauben. Er hat das Buch dabei gehabt und hat es ihm sogar gezeigt. Also, es ist kein dummes Geschwätz. Es steht wirklich in den Büchern der Al-Azhar-Universität dritten Jahr drin. Und dieser Typ war nicht nur einmal im Fernsehen, der war öfters im Fernsehen und der hat noch andere Sachen aufgezeigt, die echt ekelhaft sind. Bruder, ich würde mich freuen, wenn du nochmal dieses schöne Video zeigen könntest mit dem Sonnenuntergang. Das müssen wir immer wieder zeigen, weil das ist ein Verstoß gegen die Naturgesetze, was Allah gemacht hat. Meinst du das mit den Prophet Tales? Ganz genau. Ja gut, Bruder, wieso nicht? Ich tue dir gerne jeden Gefallen. Ja, Bruder, weil das Ding ist, manche Themen sind vielleicht nicht so spezifisch, aber so Themen, die ganz klar gegen die Naturgesetze verstoßen, die sind sehr, sehr essentiell, um Menschen zu zeigen, dass Allah nicht der Schöpfer von Himmel und Erde ist. Bruder, es gibt ja nicht nur eins. Ich habe tausende solche Videos. Wirklich gute auch. Warte. Aber ich zeig dir das, wenn du das gerne sehen möchtest. Sehr gerne. Warte, wo haben wir noch eine andere? Chronic Disasters. Bruder, habe ich dir den Apologeten gezeigt, der seinen eigenen, der in einer Debatte ist und seinen eigenen Koran nicht kennt? Weiß ich nicht. Das können wir danach machen, wenn du willst. Der sich böse übelst blamiert? Das Video geht ganz kurz nur. Es ist richtig böse und okay. On stage. Okay. Pass auf. Hier schreibt einer Nimik. Wenn ihr Mann seid, holt mich rein. Du kannst gerne eine Einladung schicken und dann kannst du auch gerne hochkommen, mein Lieber. Ich zeig dir kurz jetzt diese Ding, den Typen, der von seiner eigenen Religion nichts weiß, okay? Also. Warte. Da. Da, das ist der hier. Meet the Prophet Muhammad, where it says nein, das ist nicht der. Actually prostrates under the throne of Allah. Now, warte, nicht diese, weil der blamiert sich zweimal. Das ist das eine. Ich zeig dir das andere, weil das geht kürzer, das geht 2 Minuten. Und das ist so die Art. Hebräer sagt beim Essen versucht.
Das ist nämlich zweimal. Was ich schon bemerke, ne? Wegen Fußball zum Beispiel, sind heute gar nicht so viele Leute da, ne? Da, Bruder. Ich hab's. Hier. Wenn Sie einen Vers lesen nach Davids Interpretation, der lehrt, dass man Ungläubige töten soll, dann haben Sie den Eindruck, dass der Islam aggressiv und gewalttätig ist. Ihr wisst, dass ich diesen Vers kenne, also werde ich diesen für euch vorlesen und erklären, was hier eigentlich gesagt wird. Und er sagt, bekämpft die, die nicht glauben, bekämpft diejenigen, die nicht an Allah und den jüngsten Tag glauben. Wartet eine Sekunde, wartet kurz, denn hier liegt ein Fehler vor. Ich denke, es ist nur ein Tippfehler. Lass mich nachschauen, ich habe sogar einen Koran dabei. Lass mich kurz reinschauen. Das ist offensichtlich ein Tippfehler. Wir werden dem jetzt auf den Grund gehen, in Ordnung? David, er sagt nicht sowas. Er sagt... Es ist fight those who believe not in Allah. Hast du es gesehen, Bruder? Er sagt, komm, lass uns das Thema wechseln. Es gibt bessere Themen als das. Der Moderator sagt, nein. Bruder, wenn du willst, lass ich das laufen. Soll ich laufen lassen? Gerne, aber das war natürlich wieder ein Beweis, dass man nicht unvorbereitet zu einer Debatte kommen soll. Bruder, also das war eine richtig üble Blamage, ganz ehrlich. Guck mal, der geht dorthin, ey, meine Güte, ey, wirklich, wie kann man sich so übel selbst blamieren, ja. Wahnsinn. Okay, zeig mal jetzt das mit den Fairy Tales. Warte, ich mach das rein. Da haben wir das schon. Warte. Ah, hier. Jeglichen Wüstenhitze Arabiens, als die Sonne auf ihren Ruheplatz zuwanderte, wie sie es immer tat auf ihrem Pfad, fast jeden Tag, solange sie sich erinnerten. Es wurde jedoch erwartet, dass sich die Dinge sehr, sehr bald ändern werden. An diesem besonderen Abend beobachteten zwei Männer, einer, der sich selbst einen Propheten nannte, und der andere, Abu Dhar, einer seiner treuen Schergen, die Sonne bei ihrer endenden Reise und machten einige wirklich tiefgründige Beobachtungen. Kurz bevor die Sonne verschwindete, sagte der Prophet, es ist so schön, richtig? Ja, ist es, o Gesandter Allah. Weißt du, wohin die Sonne geht? Allah und sein Apostel sind am besten. Das ist richtig, also lass mich es dir sagen. Wenn das Tageslicht des Morgens erscheint und die Sonne sich von seinem Aufgangsplatz erhebt, wie sie es immer tut, weil Allah sie dort aufsteigen lässt, läuft sie für eine gewisse Zeit über den Himmel an seinem Bestimmungsort unter den Thron Allahs, wo sie sich absetzt und die Nacht damit verbringt, sich auszuruhen und sich vor Allah niederzuwerfen, wie es muss, weil die Sonne ein frommer und gehorsamer Muslim ist. Wirklich? Ja. Warte, wie wirft sich die Sonne nieder? Was? Nun ja, die Sonne ist ein großer leuchtender Lichtball, also verstehe ich nicht, wie sie sich hinlegen kann. Würde sie nicht einfach rumrollen? Oder hat sie die Fähigkeit, sich auszubreiten, so wie ein Teppich? Nun, du siehst. Die Antwort ist sehr einfach. Es ist eine metaphysische Angelegenheit. Wer ist das? Was soll ich seinen Kopf abschneiden, ja, Rasulullah, sallallahu alaihi wa sallam? Vielleicht später. Wo war ich? Du sagtest, die Sonne wirft sich nieder wie ein guter Moslem. Oh ja, das tut sie. Die Sonne fällt nieder vor Allah wie ein guter Moslem und fragt dann Allah um Erlaubnis, wieder aufzugehen und Allah gibt ihm die Erlaubnis und dann geht sie auf von seinem Aufgehungsort und reist dann wieder für eine bestimmte Zeit zu seinem Ruheplatz. In eine schlammige Quelle, richtig, Gesandter Allah? Nein,
Hör nur zu. Die Sonne reist zu seinem Ruheplatz und wirft sich nieder und fragt nach Erlaubnis. Und ihr wird die Erlaubnis gegeben. Und dann steigt sie wieder auf und so weiter, bis sie eines Tages wieder um Erlaubnis zum Aufsteigen bittet. Aber Allah wird sie nicht erteilen. Allah wird der Sonne sagen, dass sie hingehen soll, wo sie hergekommen ist und dort aufgehen soll, wo sie ihren Ruheplatz hatte. Und an diesem Tag wird die Sonne an seinem Ruheplatz aufgehen im Westen, wenn es niemand erwartet. Und an diesem Tag wird keine Reue mehr gültig sein und kein Glaube wird mehr angenommen, wenn er nicht vorher schon geglaubt hatte. Das ist verrückt, das ist wahnsinnig, wow! Möge Allah uns schützen, in die Irre zu gehen. Möge Allah uns an diesem Tag schützen. Ja, Rasulallah, Yastallah, Aliyu Wasallam. Ja, ja, und das ist es, warum im heiligen Allah sagt, dass die Sonne für eine bestimmte Zeit zu seinem Ruheplatz reist. Das ist die Bedeutung davon. Allahu Akbar, du bist voller Weisheit, ja Rasulallah, Yastallah, Aliyu Wasallam. Wovon zum Geier redest du? Das ist völlig falsch. Das ist keine Weisheit, das ist lächerlich. Die Sonne wandert nirgendwo hin. Die Sonne hat keinen Aufgangs- oder Ruheplatz. Sie geht nicht zu irgendeinem seltsamen Thron und fällt dort nieder und kommt zurück. Die Erde ist kugelförmig. Die Sonne ist eine riesige Kugel, um die wir uns drehen, während der Planet sich auch dreht, weshalb es für unsere Augen so erscheint, als ob die Sonne irgendwo hingeht und dann wieder zurückkommt. In Wirklichkeit geht sie bei Sonnenuntergang nirgendwo hin, so dass die Behauptung völlig falsch ist. Zu keiner Zeit geht die Sonne irgendwo hin. Technisch gesehen ist es immer Nacht auf der Erde und irgendwo anders immer Tag, weil die Erde sich dreht. Und wenn wir uns von der Sonne abwenden, erscheint es so, als würde sie verschwinden. Dieses Phänomen nennen wir Tag und Nacht. In einigen Orten auf der Erde ist die Sonne monatelang sichtbar. Also kann die Sonne nicht zu ihrem Untergangsort gehen und irgendwann im Westen wieder aufgehen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Du bist aber ein wirklich komischer Typ, das muss ich zugeben. Macht endlich Fortschritte und lernt etwas über die Realitäten der natürlichen Welt. Diese ganze Prophetensache ist wirklich lächerlich. Darin steckt keine Weisheit. Und du bist kein Prophet. Du bist irgendein Typ, der eine Menge wirres Zeug erfindet. Ich sage dir, niemand ist dumm genug, an deine Religion in ein paar hundert Jahren zu glauben. Ich meine es ernst, glaubst du wirklich? Sehr gut, diese Sache ist geklärt. Glaubst du diesen Leuten? Ich glaube nur an Allah und seinen gesamten Sonnen. Das ist mein Junge. Also, bald wird der Dajjal erscheinen und die letzte Stunde wird beginnen. Stay away from Islam. Bruder, das ist der Wahnsinn. Ich habe gesehen, viele Leute haben gefragt, wo das ist. Das ist auf meinem YouTube-Kanal. Bruder, soll ich dir noch ein Video zeigen, was ich übersetzt habe? Das ist richtig geil. Pass auf. Du bist ein Jude? Pass auf. Ich bin so koscher. Willkommen in Mohammeds Boom Boom Room, wo alle meine Gäste mir komplett zustimmen oder sie gehen hoch. Ich bin euer Moderator, der Prophet Mohammed, Friede und Segen sei auf mir. Und mit mir ist nun ein Mann, der mir so nah ist wie mein Herzschlag, Jeffrey Epstein. Prophet Mohammed, lass mich gleich sagen, was es für eine Ehre ist, mit dir hier zu sein. Du, mein Freund, bist ein